In dem Programm wurde auch, und das, selbst das haben wir rekrutiert, ein automatisch spielender Trompeter gebraucht vom Metronomerfinder Melzel, der einen Soldaten mit einem Spielmechanismus Trompeten spielen ließ. Selbst dieser Trompeter wurde rekonstruiert. Ich glaube ja dazu, vielleicht hat jemand von Ihnen das zufällig gesehen, im Haus der Musik eine drei Monate lange Ausstellung zum ganzen Projekt, die auch mitgeht. Es gibt auch eine Fernsehdokumentation, die jetzt wieder mal in ORF 3 laufen wird, aber die schon im ORF gelaufen ist. Das heißt, es ist vieles anders als bei den normalen Beethoven-Aufnahmen. Als nächste CD erscheint dann die 9. mit dem Chor, wie bei Beethoven vor dem Orchester. Das heißt, es sind gewisse Dinge doch anders, die wir hier gelernt haben. Aber eben klanglich ist jeder Saal völlig anders, die Situationen sind wirklich anders und man hört jetzt schon auch in der Wiedergabe, zum Beispiel im Eroica-Saal, ein ganz kleiner Raum, aber der Halle klingt fast wie eine Kirche, auch im vollbesetzten Zustand. Und vielleicht kann Frank Stammer über das Zusatzprojekt jetzt was sagen, weil ich glaube, man kann dann hier auch noch was herzeigen. Ja? Ja. Also wir haben zusätzlich zu der Aufnahme, wie Herr Professor Arpenberg schon erzählt hat, eben auch eine 360-Grad 3D-Kamera, eigentlich sogar zwei, mitlaufen lassen während des Konzertes der Eroica im Lokpolis-Saal und eben auch die Surround-Mikrofonierung mit Hilfe eines Ambisonic-Mikrofons so eingestellt, dass man den Klang des Saales eigentlich genauso, wie es der Zuschauer gehört hat, einfängt und dann mit dem Head-Tracking-Prinzip rekonstruiert auf einer Virtual Reality Gear. Virtual Reality ist ja so ein wenig auch ein Schwerpunktthema hier auf den Klangbildern heuer und wir haben, da drüben steht der Kollege Heinrich Schläfer, der den Ton mit dem Ambisonic Mikrofon betreut hat und es ermöglicht hat, dass es auf einer jetzt schon im Handel erhältlichen Samsung Gear, also Sie haben das wahrscheinlich schon hier und da gesehen, wenn du das kurz, vielleicht kannst du kurz nach vorne kommen und das mal zeigen, wie wenn ihr hier ausschaut, Sie dürfen sich das gerne dann auch im Anschluss anschauen. Also wenn Sie mit einem handelsüblichen Samsung, einer moderneren Generation Smartphone arbeiten und dazu dann dieses Gerät haben und daran einen handelsüblichen, idealerweise guten, handelsüblichen Kopfhörer anschließen. Gibt es ja zum Glück. Gibt es ja einige, auch einige hier auf der Messe sicherlich. Dann haben Sie die Möglichkeit, eigentlich diese Eroica-Symphonie mehr oder weniger so zu hören, wie es die Zuschauer bei den Konzerten mal auch gehört haben. Das heißt, mit dem Headtracking, das Prinzip, wenn ich meinen Kopf drehe, bewegt sich auch sozusagen die Dynamik des Klangs entsprechend. Und natürlich haben Sie die Möglichkeit, wie ein Zuschauer dort die Sinfonie zu genießen. Das Spannende ist allerdings, wir haben eben auch eine Kamera in das Orchester positioniert. Und das, was hier auf der Demonstration auf der Gear drauf ist, ist eben die Einstellung, wo Sie quasi aus dem Orchester heraus das Geschehen sehen können. Das heißt also, Sie erleben virtuell eigentlich eine Zuschauersituation, die Sie in der Realität so im Konzert gar nicht geboten kriegen, es sei denn, Sie bestechen den Dirigenten. und das bieten wir Ihnen gerne an, auch noch anzuschauen. Jetzt gleich im Anschluss, wir haben draußen noch einen Tisch aufgebaut, wo Sie auch diese CDs erhalten können, wenn Sie interessiert sind, also die neue Eroica als CD-Format und Berlin Sieg. Und wir sind auch sonst, der Heinrich Schläfer ist oben bei der Firma Arbitec auch sonst die ganze Zeit während der Klangbilder noch hier, sodass Sie, also wenn Sie jetzt woanders hinrennen müssen, auch später sich in Ruhe nochmal den Virtual Reality Film anschauen. In welchem Raum, Herr Schläfer? Wir sind Raum Nummer 5 von 5. Ja, ich hatte den besten der Federmesse und jetzt auch. Ja. Vielleicht ein ganz kurzes Hinweis noch zum Ton. Ich mache die Vorführung immer so, dass ich erst die Brille aufsetze, ohne den Ton gleich vorzuspielen. Wenn man die Brille noch nicht gewöhnt ist, wird man nämlich erstmal sehr konfus sein, weil man wirklich komplett abgeschirmt von der Außenwelt ist, nämlich mehr als man sich vorstellen kann. Und dann erst setzt den Kopfhörer auf und dann können Sie eben erleben, wenn Sie vom Orchester wegdrehen, also quasi zum Publikum, ins Publikum reinschauen, spielt das Orchester hinter Ihnen, was im Saal normal auch wäre. Das ermöglicht eben der Ambisonic-Ton, der relativ einfach denkt, in den 70er Jahren entwickelt worden ist. Und wie man sieht, über der Schallplatte kommt alles Gute zurück. Jetzt ist ab einem Sonic-Ton ganz neu erfunden worden für Virtual Reality, entwickelt 1970 von der BBC. Also nichts gravierend Neues, aber schön zu kombinieren mit eben der Bildaufnahme, macht es schon ein sehr eindrucksvolles Erlebnis.
dir eine Frage stellen, wie geht's weiter? Ja, also der Plan ist, wir haben jetzt das erstmal, das war sozusagen unser Pilotprojekt, wo man auch dazu sagen muss, dass jetzt klassische Musik in die Virtual Reality Welt umzuholen ein sehr komplexes Thema ist, einfach weil eben auch der Ton so ein wichtiger Aspekt ist, der bis dato, also Virtual Reality kommt ja aus der Gaming-Ecke und Gaming ist jetzt eher eines, wo, sag mal, also der kristallklare Klang, halbwegs der Antiklang, nicht ganz so entscheidend ist, wie es bei uns jetzt der Fall ist. Das heißt, das nächste Ziel ist eigentlich die weiteren Werke aus der Wieser und Beethoven-Reihe, also insbesondere Schlüsselwerke und auch entsprechend die Räume, die Herr Professor Hasenberg angesprochen hat, die wirklich für Beethoven entscheidenden Räume auch weiterhin auf dieser Technik zu dokumentieren. Das heißt, kann man denn eine neue schon mitziehen? Ja, die neunte ist schon aufgenommen, die war halt jetzt auf die nächste Aufnahme. Vom Konzertbereich geht es am kommenden Sonntag ja weiter in der Akademie der Wissenschaften mit Beethoven Klavierkonzert und Schubert Symphonien, fünfte Schubert. Die Serie, die Programme liegen draußen auf, gehen auch in die nächste Saison bis zum Beethoven Jahr weiter und wir werden schauen, dass bei dem nächsten Durchlauf dann natürlich die 3D-Aufnahmen bei den noch nicht vorhandenen Werken ergibt. Genau, es gibt das erwähnte Österreichische Akademie der Wissenschaften, wo auch der Wellington Sieg aufgenommen wurde. Vielleicht kennt der eine oder andere diesen Saal. Unter Maria Theresia erbaut ein sehr feiner, spätbarocker Saal. Es gibt das Palais in Österreich, auch ebenfalls als sehr, sehr spannenden Saal. Und ja, die Redoutenseele sind halt nicht mehr im Originalzustand, wie sie zu Beethovens Zeiten war. Was noch ein weiteres Projekt ist, ist, dass wir versuchen wollen, sicherlich noch aufwendiger und komplexer einen Theaterraum von Beethoven tatsächlich zu rekonstruieren, der schon vor 150 Jahren zerstört wurde. Also das heißt, da gibt es noch viel zu tun, aber wir sind optimistisch, dass sich das umsetzen lässt, weil, wie Sie vielleicht wissen, im Jahr 2020 wird 250 Jahre Beethoven gefeiert und da ist schon das Ziel, das Ganze dann auch im Rahmen einer Ausstellung in die Welt zu schicken, damit auch Menschen in Südamerika oder Australien virtuell erleben können, wie ein Beethoven-Konzert in Wien wirklich klingen kann. Und vielleicht motiviert es dann ja auch den anderen nach Wien zu kommen im Jahr 2018. Ja, also wir sind jetzt ja hier noch, also bei allen Fragen gerne auf uns zukommen und natürlich gerne auch die eine oder andere CD mitnehmen. Gibt es heute zum speziellen Messepreis. Und ja. Ja, die müssen eh alle bei Ihnen vorbei. Also gehen wir vorbei. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank fürs Kommen.